Der Tag des Klaviers ist ein ganz besonderer Tag. Das Klavier ist mein Leben. Es prägt mich seit vielen, vielen Jahren und ist sozusagen Segen und Fluch gleichermaßen. Ich habe mit 3, 4 Jahren mit dem Klavierspiel begonnen. Bei meinen Eltern zu Hause, die auch Musiker sind, stand der Flügel. Der war noch frei und ich war fasziniert von diesem Ungetüm, von diesem riesigen Gerät, von diesem Tier, was bei uns stand, und wollte mich dem annähern, war fasziniert von dem Klang, von der Vielstimmigkeit vor allen Dingen, und diese Begeisterung trägt mich bis heute. Die Stereo-Technologie finde ich bemerkenswert, beeindruckend. Man kann den Künstler nicht nur hören, man kann erleben, wie die Musik vor Ort entsteht, aus dem Instrument herauskommt. Mir bleibt dann nur zu hoffen als Pianist, dass wir weiterhin auch in Zukunft noch gefragt sind. Für mich ist es fantastisch, hier nahe der Heimat einen Partner auf Top-Level zu haben mit Markus Hübner, der die Künstler versteht, der unsere Belange versteht und der auch die Klaviere versteht, ein Flüsterer sozusagen. Der Piano Day, finde ich, ist eine wunderbare Art und Weise, diese Kultur, diese Kunst zu feiern, das Instrument selbst zu feiern, dass er doch die meiste Zeit Plattform ist für uns Künstler.